Hey du, bitte vergiss nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, falls du das noch nicht hast, und das Video zu teilen. Mit dem Begriff technische Schwierigkeiten verbinden die meisten Menschen ein technisches Problem, das die normale Übertragung einer Kamera bzw. eines Fernsehers unterbricht oder so etwas in der Art. Aber was wäre, wenn es sich bei diesem Problem nicht nur um eine kleine Unterbrechung handeln würde, sondern um ein Ereignis, das das Leben eines Menschen völlig aus den Fugen bringen könnte? Anfang Februar fand in meiner Kleinstadt Elsman, ein Deckname für die echte Stadt, in Kansas eine Preisverleihung statt, die den Oscars ähnelte. In den letzten Jahren stimmten die Einwohner der Stadt über die Nominierten in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel bester Film, ab, die dann irgendwann im Februar kostenlos von einem Publikum verlesen wurden. In diesem Jahr beschloss der Organisator, die Show im lokalen Fernsehen auszustrahlen, damit jeder sie bequem von zu Hause aus verfolgen kann. Er verzichtete auf das Live-Publikum und die eigentliche Show und hängte stattdessen Plakate mit dem Datum und der Uhrzeit der Preisverleihung auf. Als halbwegs engagierter Einwohner der Stadt war ich neugierig auf die Ergebnisse der Show und wollte wissen, wie sie in diesem Jahr ablaufen würde. Meine Frau war überhaupt nicht interessiert, aber sie willigte ein, zumindest den Anfang mit mir zu sehen. Die Tage vergingen recht schnell und schließlich war es fast Zeit für die Show. Ich ließ mich mit meiner Frau auf einem der alten Schaukelstühle in meinem Wohnzimmer nieder und wir starrten auf den kleinen Fernseher, der vor mir auf dem Tisch stand. Nach ein paar Minuten erschien ein Titel. Willkommen bei der jährlichen Elsman Movie Awards Show. Doch etwas stimmte von Anfang an nicht. Es war absolut kein Ton zu hören. Ich drehte die Lautstärke ein wenig auf, aber weder meine Frau noch ich hörten etwas. Der Titel verblasste und ich verwarf die Ereignisse, als ich einen gut gekleideten Mann vor einem Hintergrund sah, auf dem Elsman Movie Awards stand. In diesem Moment kam der Ton wieder und der Mann begann zu sprechen. Doch nur wenige Sekunden, nachdem der Mann uns zur Preisverleihung begrüßt hatte, wurde der Bildschirm statisch und ein lautes Summen ertönte aus dem Fernseher. Es drang ein paar Sekunden lang in meine Ohren, bevor es aufhörte, und ein Bild auf den Fernseher zurückkehrte. Ich seufzte erleichtert auf, doch dann schaute ich zu meiner Frau, die einen völlig verwirrten Gesichtsausdruck hatte. Ich konzentrierte mich auf das Bild und erkannte, dass etwas sehr Merkwürdiges geschah. Eine einzelne Person befand sich im Raum und hatte einen sichtbaren Zustand reinen Glücks im Gesicht. Es war ein Mann, der sehr zerschlissene Kleidung und keine Schuhe trug. Sein Gesicht war mit kleinen Schnitten übersät und seine Hände sahen aus, als wären sie verbrannt worden. Der Raum war leer, bis auf eine kleine Lampe in der Ecke. Es gab keinerlei Anzeichen für ein Ereignis oder eine Feier. Die Geräusche waren diesmal nicht verschwunden, aber dennoch sehr leise. Ich schaute noch ein paar Sekunden lang, bevor meine Frau nervös von ihrem Stuhl aufstand und in die Küche ging. Bevor sie jedoch die Nähe des Fernsehers verlassen konnte, drehte sich der Mann zu ihr um und das Brummen begann erneut für einige Sekunden. Meine Frau drehte sich zum Fernseher um und sah entsetzt, wie der Mann sie direkt anstarrte. Der Mann starrte sie an und kam langsam näher an die Kamera heran, die die ganze Szene aufnahm. Meine Frau wollte weggehen, aber jedes Mal, wenn sie es versuchte, kam das laute Geräusch zurück. Und egal, welchen Knopf ich drückte, um die Lautstärke zu ändern, der Ton wurde nicht leiser. Es ging so weit, dass das Geräusch anfing, sobald sich meine Frau oder ich auch nur einen Zentimeter bewegten. Ich konnte nicht einmal nach dem Telefon in meiner Tasche greifen, um die Polizei zu rufen, ohne dass der Lärm in meinen Ohren klingelte und mich aufschreckte. Der Mann kam schließlich so nah, dass sein ganzes Gesicht den Bildschirm ausfüllte. Die Narben in seinem Gesicht traten viel deutlicher hervor und wir konnten sehen, wie entsetzlich seine Haut aussah und welche Schäden sein Gesicht davongetragen hatte.
In diesem Moment hörte der Mann auf, sich auf die Kamera zuzubewegen. Er drehte seinen Kopf und sah mich direkt an. Er öffnete dann seinen Mund und flüsterte mit einer schrecklichen, rauen Stimme. Tut mir leid. Technische Schwierigkeiten. Mit diesen Worten kippte die Kamera auf den Boden, wobei sie zerbrach und der Fernsehbildschirm in ein Rauschen überging. Meine Frau und ich zitterten vor Angst. Wir begannen aufzustehen und merkten, dass wir endlich gehen konnten, ohne von dem Lärm unterbrochen zu werden. Sofort griffen wir beide nach dem Telefon, um die Polizei anzurufen und zu melden, was wir gerade gesehen hatten. Ich wählte die Nummer und wartete. Plötzlich ertönte das Telefongeräusch so laut, dass sogar meine Frau es in der Küche hören konnte. So ging es ein paar Sekunden lang, während ich vor Schmerzen dasaß, bevor es aufhörte und der Anruf beendet wurde. Ich beschloss, dass ich so schnell wie möglich zur Polizei gehen musste, also zog ich meinen Mantel an, um die Situation zu melden. Ich sagte meiner Frau, sie solle alle Türen und Fenster verschließen, sobald ich weg sei, und sich verstecken, falls mir etwas zustoße oder dieser verrückte Irre einbreche. Ich dachte, dass sie im Haus viel sicherer wäre, als mit mir zu kommen. Ich zog meine Schuhe an, öffnete die Tür und lief zu meinem Auto. Ich steckte den Schlüssel ein und versuchte, den Motor zu starten. Leider steckte das Auto völlig im Schnee fest. Ich rannte zur Schaufel an der Seite des Hauses, um mein Auto auszugraben, aber als ich zurückkam, weiteten sich meine Augen. Eine Gestalt stand auf der Motorhaube meines Autos. Ich konnte seine Kleidung nicht erkennen, aber ich sah, dass er ein breites Grinsen im Gesicht hatte. Ich ließ die Schaufel fallen und rannte zur Tür. Meine Frau hatte sie verschlossen, so wie ich es gesagt hatte. Also hämmerte ich an die Tür und schrie, sie solle mich hereinlassen. Gerade als meine Frau die Tür aufschloss, wurde ich von etwas unglaublich Hartem am Kopf getroffen und wurde ohnmächtig. Ich wachte nach ein paar Stunden in einem Krankenwagen in der Einfahrt meines Hauses auf. Die Krankenschwestern in der Nähe sagten mir, dass es mir gut gehen würde und dass es sich nur um eine leichte Gehirnerschütterung handelte. Ein Polizeibeamter überbrachte mir jedoch die Nachricht, die ich schon befürchtet hatte. Meine Frau war tot aufgefunden worden, mehrfach mit einem Küchenmesser erstochen und in unserem Schlafzimmer entsorgt. Bis heute gehe ich wegen der Ereignisse in dieser Nacht zur Therapie. Ich meldete meine Geschichte der Polizei und sie prüfte sie. Nachdem ich jedoch viele Leute in dieser Stadt, die die Verleihung gesehen hatten, gefragt hatte, was passiert war, behaupteten alle Zeugen, dass auf ihrem Bildschirm die Worte »technische Schwierigkeiten« aufleuchteten und dass die Verleihung etwa 20 Minuten später fortgesetzt wurde. Die Polizei fragte die Nachbarn, ob sie ein lautes Brummen aus meinem Haus gehört hätten. Diese verneinten das jedoch. Ihnen blieb dann schließlich nichts anderes über, als nur die Beschreibung des Mannes aufzunehmen und das Haus zu verlassen. Ich ging nach oben in mein Schlafzimmer und sah mich um. Es fühlte sich unglaublich leer an, weil meine Frau nicht mehr da war, und ich begann unkontrolliert zu schluchzen. Nach ein paar Minuten des Trauerns bekam ich eine SMS von einem meiner Freunde auf mein Handy. Ich holte es heraus und stellte fest, dass er mich auch mehrmals angerufen hatte. Ich entsperrte mein Handy und las die SMS. »Hey, bist du okay?« Ich antwortete, ich komme schon drüber weg. Ich brauche nur etwas Zeit. In Ordnung. Ich mache mir nur Sorgen um dich. Ich komme schon klar. Ich schaute verwirrt von meinem Handy auf, als ich das las. Ich war ziemlich verwirrt und nahm an, dass er mich zum Lachen bringen wollte oder so. Ich schrieb ihm nur LOL zurück. Alles, was zurückkam, waren 3 Punkte. Was? Punkt, Punkt, Punkt. Bist du in Ordnung? Punkt, Punkt, Punkt. Hallo?
Kaum hatte ich die letzte SMS abgeschickt, klingelte mein Haustelefon. Ich ging hin und sah, dass ein anderer Freund anrief. Ich fand es aber seltsam, dass er mein Haustelefon anrief und nicht mein Handy. Also nahm ich den Hörer ab und ging leicht misstrauisch heran. Hallo? Stille. John, geht es dir gut? Die Stille hielt weiter an. Hey Kumpel, bist du okay? Als ich das sagte, durchdrang ein Summen das Telefon. Nach ein paar Sekunden hörte es wieder auf und ich hörte diese schreckliche, raue Stimme. Sorry, technische Schwierigkeiten.